Ah, Granate ist auch herzlich sinnlos. Jo, guck mal. Speichern. Gehen wir hier auf dem Wallwalk. Ist eigentlich ziemlich egal, ne? Hauptsache wir kriegen irgendwie ausgemerzt. So, genau. So, vielleicht schaffen wir es hier schnell durchzueilen. Bevor noch mehr von der ekligen Sorte kommen. Was ich dem Spibibibil durchaus zutrauen würde. Gut, dass sie nichts gegen uns haben. Waren wir nicht schon? So, schnell rein. Denn diese Geräusche, die lassen nicht unbedingt Gutes vermuten. Boah, müssen wir hier hin? Moment. War hier ein Knopf, um Kraftfeld zu aktivieren, deaktivieren? Das ist ja wahrscheinlich außen. So. Deaktiviert, hier kommen wir. Oh ja, machen wir das mal kurz. Kleinen Spaziergang hier. Quer über den Abgrund, der wohl sehr tief ist. Wahrscheinlich reicht der bis zu deren Schiffkern oder so. So, das Ding haben wir aktiviert. Da können wir so. Können wir also auch rüber. Was wahrscheinlich auch der Sinn. Ich brauche gar nicht zurückgehen. Was so der Sinn der Sache ist. So. Nochmal kurz speichern. Ich weiß, vielleicht übertreibe ich es auch ein wenig. Wer da? Ich könnte jetzt auch gerade nicht sagen, wo denn oben und unten ist, aber ich nehme an, dass wir uns jetzt wieder auf dem Boden befinden. So, Wandgang aktiviert, das ist eigentlich ganz schön so. Gefiel mir ganz gut so. Warum ist der jetzt aus? Ich will es lieber nicht rausfinden, sondern ganz altmodisch hier einmal so durchwandeln. Gut. War ja ganz easy. Oh, Idiot. Ich habe gerade die Tür weggesprengt. Und das war noch nicht mal beabsichtigt. Das ist natürlich echt suboptimal, ne? Sachen wegsprengen ohne eine Ahnung warum. Jo, herrlich. Also ich finde, da können wir mal lang und endlich raus aus dem Chaos. Sind mir eigentlich auch genug Wandgänge gewesen. Nur die Frage bleibt dann noch. Wie kommen wir da lang? Augen deaktiviert, das ist genau richtig. Nur der nicht. Hä? Wie war das nicht? So, hier waren wir überall. Können wir überall so richtig cool durchgehen. Ja, Symmetrie, Symmetrie. Das ist das, nee, da kann ich gar nichts drauf reimen, was halbwegs anständig wäre. Nicht irgendwie so platt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6 reimt sich ja gar nicht. Junge, ich nehme an, hier können wir nicht drauf gehen. Tim, Tim. So. Jetzt müssten wir wieder Boden unter den Füßen haben. Yep. Moment, da. Haben wir was gesehen? Achso, das haben wir ja schon gemacht. Da sind wir schon rüber gewandelt. Gibt es hier vielleicht noch mehr so kleine Brücken? Vielleicht die siebte diesmal. Sieht eher weniger danach aus. Gut, dann hier mal so reingeschaut. Alle die fiesen Mobs, da sind noch aus. Hier. Gab es so einen kleinen Überweg. Und da oben in dem Überraum waren wir, glaube ich, auch schon drin. Hm. Ich finde, da müssen wir rauf. Finde ich wirklich. Das ist jetzt mein voller Ernst. Nee, Augen lassen wir ruhig deaktiviert. Jo, dann mal hier so auf die andere Seite gewechselt. An der Decke lang. Schwuppdiwupp, ist ja alles so ganz easy. Es sei denn, man fällt vom Gravitationsumkehrband. Dann ist es eher nicht mehr so easy. Hier mal so reingeschneit. Dumm-di-dumm. Oh, da lacht das Herz. Na, wo sind wir denn da gelandet, Menschen? We seem to have lost Alex during the commercial, but I'm getting reports now by email from Oklahoma and Texas of weird lights in the sky and some claims that people are disappearing. Strange things are happening tonight, folks.
If you think someone's disappeared, give me a call. I've still got my special line opened up, and I'm going to extend it to anyone in the Southwest experiencing any of this strangeness tonight. Welcome, caller. You're on the air. Hey, Art. I'm a sheriff's deputy in Carlsbad, New Mexico. That's right near Roswell. Yeah, about a couple hours south of there. What's going on in Carlsbad tonight, officer? Well, I just chased one of those red lights your last caller talked about. It shot right through here. It was up in the sky? No, that's the weird part. I saw what I thought was a speeder on the highway. So I turned on my lights and I pulled out after it. It was on the highway? Yeah, like I said, I thought it was a speeder. So I hit my lights and went after it. It slowed down, but then all of a sudden it shot straight up about 50 feet in the air. It shot up in the air, wow. Yeah, I got so freaked out. Aber er ist doch der Sheriff. Wie kann er denn da Angst haben? So a car, let me get this straight, a car flying into the air. Ja, der gute Arndt, der hat hier auch richtig zu tun und ihr habt nichts gegen mich? Nö. Die chillen da einfach nur. Die mögen seine Sendung wohl auch sehr gerne. Ach, wo, da habe ich mich gerade ein wenig verjagt. Ich war so gerade am Dubdidum, da soll ich jetzt an die Seite gucken und offenbar sollte man die nicht anrempeln. Da rutscht mir ein ganz kleines wenig das Herz in die Hose. Wobei, weißt du was? Machen wir das einfach mal so. Auch wenn das vielleicht brutal ist, aber können wir wenigstens. There you go, folks. It seems like these lights are moving around the southwest. In other words, Oklahoma, Texas. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das hier was damit zu tun hat. Never. So, kleines Portalchen aktiviert. Nach gewissen Verwirrstunden. Irgendwo können wir wieder was einsaugen. Ach, da so. Aber jetzt haben wir gerade schon die Wurme voll mit diesem Eisspray. Also ich hätte gern auch Insektenspray. Hooray, wo geht's hier lang? Da oben ja nicht so, ne? Speichern und mal nachsehen. Da geht's sehr weit runter. Habe ich das schon erwähnt? Die alten Stämme, die 31. Also ich glaube... Moment, Richtung. Hier sollen wir nicht runterrennen. Es sei denn, wir sind so ziemlich lebensmüde. Dann wäre aber mal so die Frage. Ah, ja, das könnte eine Antwort sein. Manchmal bin ich da ein wenig voreilig, aber an anderer Stelle ist es eben doch recht obvious, was man so tun kann. So, wir kommen da so her. Dann, achso, hier ist es befestigt. Der komische Seelenstrang. Da kommen wir super durch. Denn mal. Oh, Manu. Manu, lass mich doch auch mal eine Runde schießen. Ja, also das dient eigentlich nur dem Munitionsnachschub. Ansonsten sehe ich hier nichts. So, dann mal wieder hier drin spaziert. Ja, okay. Wenn er es schon anbietet, dann saugen wir uns mal voll. Und mit dem Portal war jetzt ja auch nicht so viel los, ne? Wir haben es angemacht. Da irgendwas da hinten noch. Alles wabert so. Raumzeitkrümmung. Was da eben zugehört. Nee, war es das mit so einem Räumchen schon? Blup. Er hat aber auch recht Mundgeruch. Ich nehme an, hier sind wir rein spaziert. Dummidum. Ja, da sind wir rein spaziert. Deswegen, da haben wir ein Portal dahin, was uns irgendwie in die Leere führt. Grandios. Das ist immer wieder schön. Ja, wir haben uns schon vollgesogen. Ich muss da gerade mal hinten ranzoomen. Was das für Dinger sind. Sind wir auch nicht. Damit hat es irgendwie... Das hat nicht zu bedeuten wohl. Merkwürdig. Sehr komisch, dass es da nur nach draußen ging. Aber nicht wirklich weiter. Wir wollen doch letztendlich die...
unsere Gefährtin befreien. Oder Gefährtin, sollte man besser sagen. So, du nervst. Unzerstörbares Glas wie immer. Den haben wir schon benutzt, dann... Ja, was nun? Augen deaktiviert, das ist auch gut so. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier... Und wo ging es hier lang? Ja, ich könnte wahrscheinlich jetzt das ganze Spiel zurückrennen. Abgesehen davon, dass hier ein Portal war und jetzt nicht mehr. Ja, du darfst eben nur ein blaues, ein orangenes Portal irgendwo hinsetzen und dann ist genug. Jo, Wallwalk. Vielleicht sollten wir irgendwie auf... Da kommen wir doch so her, ne? Auf der Seite, von der Seite. Moment. Ich glaube, wir kommen daher. Oder wir waren da zumindest schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, was ich jetzt mache, schlau ist. Ich gehe davon aus, dass wir es aber in Kürze rausfinden werden. Sofern wir nicht einfach erschossen werden. Ich suche nämlich nach Türen wieder da eben. So. Wo landen wir hier? Waren wir hier nicht eben? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht schon wieder im Kreis gelaufen. Das ist nämlich manchmal ein wenig undurchsichtig. Ich vermute aber schon. Ja, gut. Wir sind wohl im Kreis gelaufen oder auch nicht. Na gut, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Munition mitgenommen, haben keinen Überblick. Können wir es 5 zählen und dann Wandgang deaktiviert. Ah, nicht gut. Gar nicht so richtig gut. Aber wir können auch bestimmt durchs Portal einfach so durchsemmeln, oder? Einfach mal so drauf da. Ja. So, noch irgendwo jemand teilt, dann gehen wir aus dem Weg. Sie, elendiger Störenfried da hinten. Hinüber mit ihnen. Wenigstens bin ich froh, dass es hier irgendwo weitergeht. Da hinten war jemand. Talon, du bist im Weg. Hier wird scharf geschossen. Das ist nichts für Kinder. So, wo ist er? Da ist er. So. Bam. Oh, ist ein Schild. Was hat er gesagt? Irgendwie sowas richtig Männliches. Da wieselt dann noch irgend so ein Blödmann rum. Und wo verrät er mir das? Ah, da unten. Okay, ich habe ihn gesehen. Zip, rangezoomt und... Nee, jetzt ist er irgendwie... Ach, da ist er. So, da ist er. Moment, wir haben es gleich. Bam! Genau in die Birne rein. Kommt in die Suppe so richtig raus? Okay, pass mal. Okay, wir haben irgendeinen Wandgang aktiviert, deaktiviert. Ach, der da, genau. Endlich. Woho, juhe. Dann gucke ich gerade mal, wo wir lang müssen. Wobei es auch egal ist, da ich keine Ahnung habe, wo das Portal uns eigentlich... Also, wo es herkam. Aber dazu sind wir da, um das rauszufinden. Hier, vielleicht, da geht es bestimmt rechts wieder rum. Schubliwo, wo ist denn der Wandgang? Super Geräusche. Da hinten ist der Wandgang. Ach so, dann einfach hier rüber. Währenddessen sind dann schon mal das kleine Maschinenpistölchen ausgewählt. Ich will doch niemandem wehtun. Höchstens töten. Ja, was habe ich da gerade eigentlich gedacht? Vor allem, wo ist der olle Wandgang jetzt? Also, ich habe mich, glaube ich, ein wenig verlaufen. Ich dachte und dann... war das problematisch. Ich dachte, dieser wirkliche Wandgang, der da nach oben führt, wäre aktiviert worden. Dafür müsste ich ihn jetzt gerade mal wiederfinden, um da irgendwie Stellung nehmen zu können. Dazu Stellung nehmen zu können. Ja, vielleicht hier. Sieht zumindest sehr erfolgreich aus. So. Uff, du stinkst.